Sehr geehrte Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich aus der Digitalstrategie der Bundesregierung. Ich frage Sie von der Regierung, wieso sollen die Bürger Ihren Plänen ausgerechnet jetzt Glauben schenken? Wieso benennen Sie nicht die Gründe für die Verzögerung? Kein Wort dazu in Ihrem Papierchen. Dann Ihr wirres Gerede von digitaler Souveränität, ohne überhaupt zu sagen, von wem Sie sich unabhängig machen wollen. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag. Mein heutiger Interviewgast ist Mitglied des Bundestages in der AfD-Fraktion und ich begrüße ganz herzlich Eugen Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Ja, guten Tag. Herr Schmidt, Sie wurden im Bundestag bei einer Rede als Putin-Versteher beschimpft. Was sagen Sie dazu? Sogar mehrmals. Also einmal wurde mir gesagt, dass Putin persönlich mir am Ohr flüstert, also während meinem Auftritt im Plenum. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Diffamierungskampagne, die gegen mich läuft. Also erst einerseits versuchen die Medien, mich als Putin-Versteher, als fünfte Kolonne Kreml darzustellen. Andererseits die anderen MdB bzw. MdB von anderen Fraktionen mit Zwischenrufen, mit kleinen Interventionen in eigenen Reden machen so Stimmung gegen AfD, als ob ich oder die anderen Kollegen irgendwelche Verbindungen, direkte Verbindungen zu Kreml haben. Das ist natürlich alles absoluter Quatsch. Sowas habe ich nicht oder betreibe ich nicht. Ich bin ein deutscher Politiker und handle nur in deutschen Interessen. Das Problem ist, dass die anderen Parteien deutsche Interessen nicht im Vordergrund haben. Die reden meistens über europäische oder euroatlantische Interessen und dass Deutschland eigene Interessen haben sollte, davon spricht heutzutage fast keiner. Ja, das wird dann ja gleich schon als Nazi diffamiert, wenn man sagt, Deutschland hat seine eigenen Interessen. Soweit sind wir ja schon. Herr Schmidt, Sie haben eine Anfrage im Bundestag gestellt bezüglich der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Und jetzt kommt noch eine zweite Anfrage dazu. Können Sie kurz den Zuschauern erläutern, worum es in dieser Anfrage genau geht? Ja, in der Tat. Es sind schon fast 5 Monate vergangen, als unser wichtiger Infrastrukturprojekt Nord Stream 1 und 2 von einem Drittland gesprengt wurde. Das war Ende September, 26. September. Deutsche Behörden haben sehr zögerlich begonnen mit den Ermittlungen. Also erst nach 3 Wochen tatsächlich haben die angefangen, vor Ort zu ermitteln. Obwohl nachweisbar war, dass schon nach einer Woche nach der Sprengung kein Gas mehr aus diesen Röhren mehr kam. Also hat nichts dagegen gesprochen, sofort die Ermittlungen anzufangen. Und das war schon sehr verdächtig, wie die deutschen Behörden sich verhalten haben. Und dann kam gleich im Prinzip gleich die Nachricht von der Regierung, dass alle Ermittlungen unter Hochsicherheitsstufe gestellt wurden. Also quasi keine Erkenntnisse wurden sowohl an die Presse, an die Öffentlichkeit als auch an Abgeordneten freigegeben. Und das war schon ziemlich verdächtig, wie deutsche Regierung sich verhalten hat. Deshalb habe ich in meinem Büro eine ziemlich aufwendige kleine Anfrage gemacht, 55 einzelne Fragen, um so ein bisschen mehr Licht an Details zu bringen. Leider ohne Erfolg. Also erstens hat die Regierung gezögert, mir die Antwort zu geben. Es hat vier Wochen gedauert. Also ich dachte, nach 4 Wochen könnte man eine sehr ausführliche, detaillierte Antwort bekommen. Nein, das habe ich nicht bekommen. Also ich habe
Ich habe bei vielen Fragen eine sehr kurze Antwort bekommen, die dieser Punkt steht unter ja, Sicherheits hohe Stufe, also darf nicht weitergegeben werden, die Information. Und viele Antworten waren ja relativ knapp und ja nicht besonders ausführlich formuliert. Wobei bei vielen Antworten, also die mir nicht gegeben wurden, habe ich dann natürlich den Eindruck, dass die deutsche Regierung doch was verheimlichen möchte. Also deshalb arbeiten wir jetzt dann noch an eine detaillierte zweite kleine Anfrage. Vielleicht gelingt es uns jetzt, mehr Details zu bekommen. Und noch ein wichtiger Aspekt ist die Ermittlungen von amerikanischen Journalist Hirsch. Er hat vor kurzem einen Bericht in eine amerikanische Zeitung erfasst, wonach Amerika, also USA oder Joe Biden hinter den Anschlägen steckt. Andrea, you got the first question. Let me answer the first question first. If Germany, if Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Schönen Dank für Ihre Frage. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared. Das ist natürlich sehr harte ja, Fall für uns, also für uns, für unsere Demokratie, für Deutschland. Und ich weiß nicht, wie wir dann weiterhin unsere Beziehungen mit unserem wichtigsten Sicherheitspartner gestalten werden wollen. Deshalb, das ist eine sehr heikle Situation, aber auch sehr wichtige für uns. Über diese Pipelines hat nicht nur Millionen unserer Hauswirtschaft günstigen Gas bekommen, sondern auch Industrie sehr stark davon profitiert, weil also die Versorgung war erstens sicher und zweitens mit einem sehr moderaten Gaspreis. Und ja, dadurch hat unsere Wirtschaft, vor allem Wirtschaft, sehr stark profitiert, Jahrzehnte. Und jetzt ist alles unter der Frage gestellt. Jetzt, also wir erleben Situationen, dass einige Unternehmen das Land verlassen wollen, dass die Produktion nicht mehr rentabel sei. Einige haben Produktion runtergeschraubt bis auf Weiteres. Und ja, also Wirtschaftsstandort Deutschland wurde dadurch in Frage gestellt. Also es sind sehr viele wichtige Aspekte, die weder von Medien noch von der Regierung aufgegriffen werden. Gibt es denn irgendeine rechtliche Möglichkeit, die Bundesregierung dazu zu zwingen, ja, ihren Kenntnisstand in Sachen der Sprengung bekannt zu geben? Es gibt natürlich eine Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss hervorzurufen im Parlament. Dafür braucht man eine gewisse Anzahl von Abgeordnetenstimmen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, also wir, die AfD-Fraktion, diese Initiative zu starten. Ja, gehen aber stark davon aus, dass die anderen Fraktionen nicht mitspielen. Also deshalb sehe ich momentan keine große Möglichkeit, ja, Handeln von der Regierung aufzudecken. Wir bleiben trotzdem dran und ich weiß, dass das amerikanische Journalist Hirsch weitere Informationen eventuell demnächst veröffentlicht wird und dadurch gelingt uns vielleicht mehr Hintergründe zu erkundigen. Vielleicht kriegen wir dadurch auch mehr Aufmerksamkeit für diese Problematik. Also das, was die Regierung momentan macht, geht gar nicht. Also die hat unsere Interessen, wenn ich sagen darf, verraten und spielt gegen Deutschland. Ist es nicht überhaupt albern und abstrus zu glauben, dass die Geheimdienste nicht wüssten, wer hinter dem Anschlag steckt? Die Ostsee ist das mit am meisten überwachte Gewässer der Welt.
Und es ist doch, es muss doch absolut klar sein, dass da Belege gibt und Aufnahmen von Satelliten und so weiter, wer dahinter steckt. So ist das, ja. Also in der Tat, in Ostsee gibt es sehr viele Überwachungsstandpunkte, auch von deutschen, sag ich mal, Behörden oder Militär. Und diese Erkenntnisse, die wurden uns alle verheimlicht aufgrund von laufender Ermittlung. Also ob das so ist oder ob man versucht, die richtigen die Leute, die das verübt haben, zu verdecken und die Ermittlungen weiter zu verzögern. Also, wir können leider hier an der Stelle nur spekulieren. Und ja, ich hoffe, dass uns es doch gelingt, die Regierung von der Regierung klare Antworten zu bekommen. Nehmen wir einmal an, dass tatsächlich rauskommt, dass die USA, Norwegen, vielleicht die Briten hinter diesem Anschlag stecken. Was wären die Konsequenzen? Oh, also das wird ein politisches Erdbeben sein. Also ich weiß nicht, wie soll dann Scholz, wie soll die Regierung in diesem Fall reagieren? Also es ist jetzt sehr heikle Situation. Keiner will offen darüber diskutieren. Also ich sehe das in Medien und auch im Plenum, im Bundestag. Keiner will darüber ernsthaft Diskussion führen. Und wenn das so wäre, also wenn die Beweise, die vorgelegt werden, so standhaft sind, ja, dann müssen wir aus meiner Sicht ernsthaft uns Gedanken machen, ob unser wichtiger Bündnispartner wirklich unsere Sicherheit garantieren kann und ob wir vielleicht mal die Beziehungen im NATO unter der Frage stellen müssen. Sonst, ja, wie können wir dem Verbündeten vertrauen, der unsere Infrastruktur bombardiert? Das geht doch gar nicht. Da stellt sich ja auch die Frage, wenn dieses Ganze vertuscht wird, wie souverän ist denn Deutschland überhaupt? Ja, also die Frage stelle ich mir immer wieder. Und also wenn, wie die Ermittlungen laufen, also alles sehr hochverdächtig. Und auch wenn man unsere Außenpolitik allgemein betrachtet, wie wir unsere Interessen abgeben und wie wir in diesen Ukraine-Konflikt hinein geraten werden, ohne unsere Sicherheitsinteressen dabei zu beachten. Das alles zeigt nur, dass wir keine eigenständige Außenpolitik betreiben dürfen, also nicht können, sondern dürfen, dass unsere Interessen von außen geleitet werden. Meine letzte Frage, Herr Schmidt. Die Kernkraftwerke sollen im April abgeschaltet werden, die letzten drei. Die Grünen sind ja in Panik vor einem möglichen Unfall in einem Atomkraftwerk. Parallel aber haben Sie kein Problem damit, eventuell einen Atomkrieg zu riskieren. Wie ist denn das zu erklären? Also es ist ja unfassbar, was da gerade abläuft. Ja, das ist die perfide grüne Politik. Einerseits panische Angst von unseren eigenen Atomkraftwerken zu haben, obwohl die eigentlich ziemlich sicher sind. Also deutsche Atomkraftwerke sind die sichersten oder einige der sichersten weltweit. Trotzdem macht man diese Panikmache, versucht mit allen Mitteln unsere günstige Energieversorgung in Deutschland zu destabilisieren. Andererseits, ja, also man geht offen auf die Gefahr, dass die Russen irgendwann mal ja zu Atomwaffen greifen und dass Deutschland offensichtlich eine Kriegspartei wird. Und diese Politik verstehe ich nicht. Also es ist für mich nur eine Erklärung, dass die Grünen oder dass diese Regierung nicht in unseren Interessen handelt. Ist denn Deutschland nicht schon längst Kriegspartei? Weil der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ja geschrieben, dass sobald Soldaten ausgebildet werden von einem Drittland, dass es dann in die Richtung geht, dass Deutschland, also dieses Land, dann Kriegspartei ist.
Ja, de facto ja. Auch unsere Außenministerin Baerbock hat einmal verplappert, dass wir Kriegspartei sind. Sie hat natürlich dann später ihre eigenen Worte wieder zurückgenommen. Aber die Fakten sprechen für sich. Wir leisten massive Unterstützung Ukraine in diesem Krieg. Wir liefern Munition und Kriegstechnik im Konflikt. Wir ausbilden diese Soldaten. Also wir leisten die Unterstützung, die vielleicht kein anderer Land für Ukraine tut. Ja, so gesehen sind wir schon im Krieg, sind wir schon eine Kriegspartei. Natürlich wollen unsere Politiker das nicht offen sagen. Sie haben dann also Angst vor Konsequenzen, also dass unsere Militärstützpunkte auf einmal als Zielobjekte für russische Raketen sein können. Und dieser Krieg, der in Ukraine geführt wird, plötzlich auf deutschen Boden erweitert wird. Und diese Gefahr läuft leider unsere Außenpolitik. Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Auskünfte, wünsche Ihnen weiterhin ja, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie es und bis bald.